Moin, moin, liebe Leute, wir sind wieder da mit Adventure Maps. Die erste habe ich schon etwas länger im Postfach rumfliegen gehabt, noch vor dem Aufruf. Und sie ist erneut von jemandem, der mir schon mal eine Map geschickt hat, und zwar das Genghis Khan. Und ja, schauen wir mal, was hier abgeht. Nimm dir die Items aus den Kisten. Er hat ein eigenes Texture Pack mitgeliefert, also ein eigenes Remix-Pack aus verschiedenen Texture Packs. So, nimm dir die Items aus den Kisten. Den Fisch und die Schüssel solltest du nicht benutzen. Warum? Naja, gut. Warte bis zur Nacht und schlafe. Und schlafen wir erstmal. Scheint ja Nacht zu sein. Gut, packen wir das erstmal alles ein hier. So, Gold. Eine Menge Gold. Gut. Lederhosen. Ich werde hier noch zum Bayer. Uah, bitte nicht sowas sagen. Dann mache ich mir selbst Angst. Und die Schüche noch an hier. Das ist eine Uhr. So, Apfel. Ganz wichtig, die Fackeln. So. Erinnert mich sehr an die erste Map. Regeln. Spiele auf einfach, normal oder schwer. Ah, ich hatte schon auf easy. Blöcke zu setzen oder zu zerstören ist verboten. Du darfst aber Clay zerstören. Kämpfen musst du nur in Kampfzonen. Och nee, wieder Spawner. Mö. Nur im Notfall die Ortsangabe der Slimebälle lesen. Okay. Da scheint eine Textdatei dabei zu sein. Ziel 1, finde 20 Slimebälle. Schleimbälle. Ziel 2, finde die Leitern, um aus der Stadt zu entkommen. Benutze sie da, wo du die Stadt betrittst. Ziel 3, kämpfe durch die Monster und sprenge alles. Goldbarren sind die Währung in der Stadt. Einfach die Goldbarren in die Truhen legen, um zu bezahlen. What? Ich bin gerade über ein Schild geklettert. Dieses Schild hat keine Bedeutung. Ah ja, sehr schön. Viel Spaß, viel Glück, das Genghis Khan. Hinter dir steht auch noch was. Ah, das habe ich schon gesehen. Gut. Temüdschinplatz. Temüdschinplatz. Eine öffentliche Kunstausstellung. Künstler Kando Genghis. Okay, das hat tatsächlich, also ich habe das Gefühl, das sind tatsächlich echte Namen. Ein begabter Künstler, muss ich sagen. Hotel Sankt Genghis. Übernachtung im Schlafsaal 3 Goldstücke, Übernachtung im Zimmer 1 bis 3 5 Goldstücke, eine Übernachtung im Zimmer 4 und 5, 10 Goldstücke, sanitäre Anlagen. Zum Kacken in den Keller gehen, ja, schöne Scheiße. Toiletten duschen. Nett gemacht. Doch. Nicht, dass da irgendwo noch ein Creeper drin steht. Obwohl man weiß ja nie. Ich wollte nicht blocken. Aha. Doch. Viel Liebe zum Detail, muss man sagen. Was ist das? Das ist das öffentliche Pinkelbecken. Wo bin ich? Da bin ich. Zimmer 1. Geräumig. Erinnert mich an meine Wohnung. Zimmer 2. Da ist das Zimmer. Zimmer 5. Ja. Zimmer 3, Zimmer 4. Oh, mit Dachgeschoss. Privat. Gehst du da hoch? Aha. Music Disc. Aha. Nix.
nimm die. Mehr, mehr. Ich will alles haben. Und der erste Slimeball, der hier echt komisch aussieht. Jetzt gehst du da runter, danke. Jetzt ist hier auch nix, nö. Okay. Was haben wir denn hier noch? Italienisches Restaurant à la carte. Auch schön, ja. Die Speisekarte. Interessiert mich nicht, ich klaue euch einfach nur euer Geld. Okay. Nix. Der Mülleimer. Mann, 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 was ihr alles wegschmeißt. Das ist doch gut. Kann man auch essen. Das? Nein, das wollte ich gar nicht. Falsche Taste. 3 Slimeballs haben wir schon. Ganz schön groß. Einfach Geld auf den Tresen legen. Apfel, Brot, cool. Das muss ich jetzt einfach mal ausprobieren. Und ich bescheiße, ich nehme Kohle. Ich werde diesen Apfel eh nicht benutzen. Denke ich mal. Malereien von dem Maler ihres Vertrauens. Kandu Genghis. Ach, das soll Genghis Khan heißen. Ich Depp. So. Ich lasse einfach mal die Tür auf, Khan. Ne? Muss mal ein bisschen gelüftet werden hier. Das Medizin. Aha. Brauche ich das? Nein. Ich glaube nicht. Ich nehme es trotzdem mit. Man weiß ja nie. Vor allem, also zumindest den Redstone. Baumehl brauche ich jetzt auch nicht gerade. So, noch ein Brot. Man weiß ja nie. Diese Lichtbugs nerven ein bisschen, ne? OP. Operationswerkzeug. Okay. Das ist ein komischer Arzt. Ach so, das soll der OP sein. Dafür steht das OP. Ich dachte, was hat der OP, wenn die jetzt auf dem Crafting Table operiert, war jetzt mein Gedanke. Royale Universität von Mongolistan. Und die Royale Akademie. Boah, hier kann man sich echt leicht verlaufen, muss man echt zugeben. Ist hier was? Nein. Hier was? Nein. Warum habe ich eigentlich die Kohle in der Hand? Ist hier was im Vorraum? Nein. Ist nicht. Okay. Aber hier geht's noch hoch, das habe ich gesehen. Diese Truhe sehe ich auch, was aber wahrscheinlich nur an dem Lichtbug liegt. So. 29. Da kann man ja dann mal eine Nacht drüber schlafen, obwohl ich könnte mich auch überall anders pennen legen. Wo nicht steht, dass es verboten ist. Krankenhaus bzw. Krankenhaus. Da war ich gerade drin. Gibt's noch was? Arbeiter- und Wohnviertel. Interessant, gut. Ich muss gucken, ob ich hier was übersehen habe, natürlich. Oder? Gratis, Kekse! Kekse! Nehme ich mit. Was denkst du denn? Wartebereich. Ich könnte übrigens mal... Ja. Isst den Keks. Isst den Keks. Isst den verdammten Apfel. Und den Keks.
Und noch zwei Kekse. Danke. Papier. War ich hier schon? Nein. War ich nicht. Ich habe 7 Slimeballs. Pilze. Aha. Was steht da? Ich kann es nicht. I-Fußpilz für die Suppe. Der war fast so niveaulos wie meine Witze. Ich bin überrascht. Komme ich von da, ja, ne? Ja, komme ich. Uppa. War ich mal? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ist die verdammte Akademie, da waren wir. Gut, dann gehen wir mal ins Arbeiterviertel. Ja, das ist doch eine Menge. So. 8 Slime-Balls. Hier ist nichts drin. Hi. Viele Kisten gucken hier. Noch mehr Fackeln. Nix. Auf die Seite. Es wird dunkel. Ich lege mich einfach bei irgendeinem ins Bett. Ich zahle doch kein Geld. Siehste? Sorry doch. Ich klaue denen höchstens noch ihre Kohle. So ein Drecksack bin ich doch. Wo bist du? Liebe Spinne. Ist mir eigentlich auch egal. Ist ja falsche Taste. Dankeschön. Ist euch nicht klar, wie teuer das ist? Feuerwache, boah, ich verlauf mich hier. Aber man muss sagen, hier steckt echt eine Menge Arbeit drin. Das muss ich anerkennen. Waldis Holzfällergeschäft. Falltür für 7 Gold. Taucht nichts. Ich werde hier definitiv nie alles finden. Stackrabatt, nur noch heute. Auf alles bis auf Leitern. Um etwas zu kaufen, Geld in die Kiste tun und Item nehmen. Gemälde 6G. Interessant. Brauche ich nicht. Obwohl, doch, ich klaue euch die Leitern. Schlimm, dass ich mich nie an Regeln halte, oder? Und eine halbe Holztür, wie schön. Leitern. Wo steht Leitern? Leitern scheinen umsonst zu sein. Auf zum Moon. Leiter 1 Gold. Pff. Was? Leitern 1 Gold? Wie viel habe ich? 6. Ich will ja mal nicht so sein. Ich möchte mich ja dann etwas an die Regeln halten, so. Achtung, alles zu Discountpreisen. Komme ich da auch wieder raus? Moment nicht. Hey, Hühnchen. Eingang nur für pickelige Angestellte. Ich bin Gamer. Ausnahmegenehmigung. Werkzeug. Interessant. Ein Slimeball. Ein Steinschwert und ein Eisenschwert. Das Eisenschwert behalte ich natürlich. Angelteich.
Sir, Sie haben da was vergessen. Und ich, der bin auch noch reingefallen. La 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 la. Auf jeden Fall hast du das Wasser vergessen. Nein, dammit. Das sollte so sein. Ich will dieses Let's Play nur hinauszögern. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Map so lang ist. Echt nicht. Mal richtig angefangen, glaube ich. Jetzt habe ich mich kurz erschrocken. Naja. Hi. Aber keine artgerechte Tierhaltung hier. Kommt, ich erlöse euch von eurem Leid. Dann nicht. Dich aber. Da möchte ich noch nie rein, das sieht nämlich noch nicht aus, als ob ich da rauskomme. Auf normalem Wege. Was ist das? Meine Fresse. Ich wollte mal nur eben schnell eine Map spielen. Nichts. Ach, da war ich auch drinne. Ich dachte, da fehlt gerade die Tür. Jetzt muss ich kurz aufstoßen. Ach. Zahlung der Blöcke auf der anderen Seite oben. Erschreckt mich doch nicht so. Sattel 25 Gold. Okay. Du möchtest etwas kaufen, einfach Geld in die Kiste legen. Nö. Möchte ich gar nicht. Halte ich für ein Gerücht. Kirche des St. Genghis. Schön. Die Wand ist ein bisschen irritierend, aber schön. Bedrock. Weihwasser, ich muss pinkeln. Von sämtlichen Christen, gläubigen Christen jetzt deabonniert worden. Zimmer des Priesters. Oh, kein kleiner Junge drin. Gut. Der hätte mich ja sonst verpetzen können. Stadtbibliothek, Ruhe angesagt, Anmeldung beim Priester. 30.000 Versionen der Bibel. Mehr gibt's hier nicht. Darf ich das abhauen? Nein. Okay, hier gibt es absolut gar, oder? Hey, da, ja, vergiss es. Jetzt will ich gar nicht mehr gucken. So, haben wir jetzt alles hier? Ich meine, hier brauchst du ja eine Map, um dich zurechtzufinden. Feuerwache. Gucken wir auch noch mal rein. Drei Bücher. Nochmal drei Bücher. Ich soll Leben retten, nicht lesen. Scheiße. Ein Slimeball. 11 Stück haben wir schon. Gold, 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 Gold. Pff, was mache ich mit den Redstone und den Shears und. Ich bin da ein bisschen verwirrt. Hör. Wusste ich doch. Hier geht's noch hoch. Ja, hier gibt's aber nichts. Gehst du da runter? Danke. Arbeiter- und Wohnviertel. Gut. Hier waren wir auch schon. Nein. Da wollte ich reingucken. So. Kohle zum Grillen des Fisches, Mülleimer, doch hier waren wir schon, oder? Ich gehe noch mal hier hoch. Alter!
verläufst du dich ja nur. Jetzt eigentlich dunkel. Gerade? Nein, ne? Only sleep at night. Aber ein Slimeball haben wir noch gefunden. War der Weg nicht ganz umsonst. Ich sollte mir angewöhnen, überall die Türen aufzulassen, wo ich war. Dann sehe ich das nämlich auf einen Blick. So. Und ja, hier war ich. Ha! Arbeiter und Wohnviertel. Aber das ist doch hier. Nicht? Oh, ich bin verwirrt. Ich höre immer eine Spinne. Da ist die Universität von Mongolistan. So. Wo war ich denn jetzt noch nicht? Diesem einen Laden da war ich noch nicht, ne? Hier. Achtung, alles zu Discounterpreisen. Vermutlich, weil es ein Discounter ist. Klingt sehr logisch. Ich nehme die Fackel mit. La 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 la. Marsch. Kriegst gar nichts von mir. So, eigentlich nur Slimeballs. Wenn Sie bezahlt haben und die Angestellten das geprüft haben, legen Sie bitte beide Hebel um. Ach, dann kommt sie hier wieder rauf. Gerade ganz zu. Ist das Quengelware? Es ist pink, es ist Quengelware. Krabbelkiste, alles ein Gold. Ich nehme es aber ohne zu bezahlen. Wie viel habe ich jetzt schon? 9, 13. Ich dachte, ich hätte 19, verdammt. Okay. 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 Diamant, 100 Gold. Oh, das ist etwas viel für mich. Dieser Lichtbug nervt, ne? Ging es da noch irgendwo lang? Haha. Nö, aber hier ging es nirgendwo lang. Ich bin gerade echt unsicher, was ich noch machen soll. Ich nehme wieder ein kostenloses Bett in Anspruch. Juckt mich doch nicht. So, ich überlege jetzt aber echt, wo es noch lang geht. Ich möchte nämlich jetzt immer Map für Map abgeschlossen haben. Gibt sogar keine Kampfbereiche und sowas. Also der Aufbau der Map ist etwas verwirrend. Muss ich ja leider sagen. Anwohner von der Stadtverwaltung. Betreten verboten. Achtung, Monsterzone. Ah.
Da kommen die her. Ich habe auch keinen Hebel. Sollte da ein Hebel sein oder ein Knopf oder so? Sollte hier was sein? Hebel irgendwo? Ansonsten kloppe ich wieder die Tür weg. Weiß ja nie, es kann ja auch sein, dass er hier unten irgendwas verkabelt hat jetzt, ne? Schlüssel für den Dachboden. Siehste, sag ich doch. Dass hier irgendwo was ist. Dachboden voller Spinnen. Ach, wie schön. Okay. 3 Slime Balls. Jetzt haben wir schon 16, immerhin. Spinnnetze darf ich eigentlich gar nicht kaputt machen, oder? Naja, kam ich jetzt halt einfach nur besser dran. Ja, hier gibt's nichts mehr. Das war ganz schön eigentlich. Ja. Ganz nett gemacht. Trotzdem habe ich absolut keinen Plan, wo ich jetzt noch suchen soll. Absolut nicht. Ach, da ist da zum... Hier, alles klar. Slimeball im Dispenser. Kann man ja auch nicht ahnen. Ne? Privat. Gehen wir da nochmal hoch. Waren wir da schon? Da waren wir schon. Ich sag ja, ein wenig verwirrend. Vor allem meine Orientierung. Aber zumindest bis jetzt 17 von 20. Das ist nicht das schlechteste Ergebnis bisher, ne? Hier nochmal genauer gucken. Hier sind die sanitären Anlagen. Da gibt es bestimmt noch irgendwo was versteckt. Ist hier irgendwas? Nö. Duschen. Nein. Nö. Nö. Das wäre wahrscheinlich zu offensichtlich gewesen. Gut, dann haben wir noch die Toiletten. Toiletten rumgrabbeln. Ach, das soll eine Spülung darstellen. Vielleicht macht einer von den Schaltern ja sogar was. Spülen tun sie auf jeden Fall nicht. Gut, hier ist nichts. Das ist echt eine verdammt, verdammt, verdammt lange Map. Aha. Secret Buttsex Room. Für den Scheiß, die Schleimbälle nicht, aber den Secret Buttsex Room, den finde ich. Da, mach ihn wieder zu. Der Priester ist gerade nicht da. Ja. Hier irgendwas. Hier sind Bilder. Könnte man doch vielleicht eine Tür verstecken? Nicht? Schade.
Dann bin ich jetzt auch noch überfragt. Ich könnte ja mal kurz, wartet mal einen Moment, wenn ich das jetzt auf die Schnelle finde. Ich glaube nämlich nicht. Das ist falsch. Dann schaue ich nämlich jetzt gerade mal so, ob da noch irgendwas ist. Hier. Nö, zumindest ich kann sein, dass ich aussortiert habe und das ist dann ja eher doof. Was ist dahinter? Moment, kommt man da irgendwie? Ach, das ist der Secret Bad Sex Room, alles klar. Da kommen wir gerade her. Oder? Ja, doch, klar. Jetzt bin ich schon wieder verwirrt, ist nicht wahr? Ja. Kirche war ich auch schon. Ich war eigentlich überall, ne? Für meine Verständnisse. Ansonsten müsste doch ein bisschen ersichtlicher sein, wo man noch lang laufen kann und wo nicht. Wie hier. Hier kann man nicht, aber ich probiere es mal wieder. Kann ja sein, dass man es irgendwann kann. Kisten in die Bäume. Gucke ich ja auch immer gerne. Auch nicht. Gut, ja, ich würde sagen, ich mache dann mal hier Ende. Ja, doch. Es ist mir gerade nämlich etwas zu verwirrend. Und sag mal für die Map. Ich bin jetzt nicht wie Zombie und spreng alles. Was eigentlich hauptsächlich daran liegt, dass es fürs Pre-Release 4 noch keine Singleplayer-Commands oder ähnliches gibt. Ich sag mal, das Ding hier ist eine gute 2 minus. Ist sehr schön, also ist sehr schön gemacht, aber mir sind die Wege und alles irgendwie doch noch zu verwirrend, um irgendwie hier noch großartig das Ende zu finden. Nochmal hier oben gucken, aber hier sieht man auch nicht mehr. Nee. Also gute 2 minus und ja. Ich denke, es kann sich sehen lassen. Arbeite vielleicht nur noch ein bisschen an, wo man jetzt lang soll. Und das mit dem Bezahlen ist eine nette Idee, aber ich glaube, das nervt im Endeffekt mehr, als dass es hilft. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und tschö.